Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir in Gundelsheim und da entsteht ein wirklich spektakuläres Bauprojekt, dieser Brückenneubau. Der war ja lange Zeit sehr, sehr umstritten. Es gab sogar einen Bürgerentscheid. Im Februar diesen Jahres ging es dann los und bis zum Frühjahr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Eine besondere Brücke, die vor allen Dingen hier der Verkehrssituation natürlich Einhalt gebieten soll, wo es immer wieder zu Problemen am Bahnübergang kommt. Auch deswegen wurde diese Brücke gebaut und man sieht sie hier in voller Länge. 100 Meter ist diese Brücke dann lang und sie wird auch dementsprechend optisch sehr interessant gestaltet werden. Und wie das Ganze genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Baufirma Leonhard Weiß mit ihrer Niederlassung in Öhringen ist mit diesem Projekt betraut und insgesamt kostet dieser Brückenneubau rund 9 Millionen Euro und absolut im Zeitplan befindet man sich, seitdem hier diese Träger auch vor einigen Wochen eingezogen wurden. Ja, apropos Finanzen, das ist ja auch immer so ein Thema, vor allen Dingen für die Kommunen, die sehr, sehr abhängig sind von den Gewerbesteuereinnahmen, Wohl und Wehe. Das sieht man beispielsweise in Künzelsheim oder in Neckarsulm. Da ging es eben viele, viele Jahre sehr, sehr gut. Aber wenn man jetzt Gewerbesteuerrückzahlungen an Firmen leisten muss, dann muss man den Gürtel schon extrem enger schnallen. Künzelsau hat das schon erlebt mit den rund 60 Millionen, die Wirt wieder zustehen, die Wirt irrtümlich an Gewerbesteuern zahlen musste. Und Gleiches ist nun auch in Neckarsulm der Fall. Da geht es um rund 40 Millionen, die an Lidl und Schwarz zurückbezahlt werden müssen. Das heißt also, da muss man vor allem bei den laufenden Kosten, bei den Ausgaben dringend sparen. Und eines ist auch klar, und das gilt für alle Kommunen, die Zusammenarbeit, die interkommunale Zusammenarbeit, die muss gestärkt werden, um Kosten einzusparen. Und da kann man sich in der Zukunft nicht mehr all das leisten, was vielleicht hier und da wünschenswert wäre. Bis alle Wünsche in Erfüllung gehen, das dauert eben seine Zeit. Schon 2007 hat der Gemeinderat in Gundelsheim die Entscheidung für diesen Brückenbau getroffen. Dann, wie gesagt, gab es ja noch den Bürgerentscheid. Normal wollte man schon 2012 diesen Brückenbau abgeschlossen haben. Jetzt, wie gesagt, wird es dann nächstes Jahr soweit sein, bis dann auch vor allen Dingen die stark befahrene B27 Richtung Moosbach entlastet wird. Nämlich hier mit einem Kreisel und auch auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann hat sich dieses Jahrhundertprojekt für Gundelsheim, das hier eine Infrastrukturmaßnahme ungeahnten Ausmaßes ist, mit Sicherheit gelohnt und sorgt natürlich nicht nur für die Anwohner direkt für Entlastung, sondern für alle Verkehrsteilnehmer insgesamt. Grund zum Feiern hat man, wenn diese Stahlverbundbrücke dann fertiggestellt sein wird. Es sind hier fertige Betonteile, die dann anschließend vergossen werden. Das sieht man hier oben noch einmal ganz eindrucksvoll. Und die Brücke, die führt ja über das Bahngleis, können wir noch ein bisschen balancieren, direkt hier, wo ja dann auch die Stadtbahn im Neckartal verkehrt. Also da tut sich einiges. Es tut sich auch einiges am Wochenende. Gleich zwei Konzertgroßereignisse. Einmal die Open Doors mit ihren drei Konzerten, allesamt schon ausverkauft. Und auch da wird gespendet für unsere Aktion zugunsten der Kinderklinik, zugunsten dieses Neonatologie-Neubaus und auch am Samstag dann beim Charity-Konzert von Black Sheep im Messezentrum Red Blue. Auch da geht der Gewinn für diese Aktion und fließt dort zu. Also da ist Kultur nicht nur etwas, was viel Spaß macht, sondern auch nachhaltig und erfolgreich wirkt. Und das war's für diese Woche in diesem sonnigen Brückenwochentagen sozusagen, wo doch viele, viele Menschen die freien Tage genossen haben. Vielleicht kann man aber auch das ein oder andere Mal nachdenken, warum man frei hatte, denn da hört man doch bei solchen Themen wie Reformationstag und Allerheiligen ziemlich viel und ziemlich viel, das auch auf Bildungslücken schließen lässt. Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Woche.